So, hallo und alle zur nächsten Folge von Sparks Challenge. Und zwar, wir sind gerade auf dem Weg in den Nether, durch den Nether. Ich will 1000 Blöcke mal so da in die Richtung gehen. Schon wieder ein Gas. Den auch noch einer. Zwei. Oh nein, 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 das wird jetzt gefährlich. Das wird zu gefährlich. Nein, kann ich irgendwie hoch hier? Da. Ich kann, da sieht, kann ich Bogen auswählen? Da Bogen ausgewählt. Das mag ich nicht. Nein, mag ich nicht, mag ich nicht. Komm schon, Gas, 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 Gas. Nein, das will ich nicht. Und hier, ich weiß nicht, wie dick der Boden ist. Ich weiß nicht, wie dick der Boden ist. Das geht mir schon wieder. Ah! Seid sowas von nervige Viecher. Hat sie getroffen? Ja, ich hab sie getroffen. Okay, einer weg. Wo ist der andere? Da hinten. Getroffen. Nicht getroffen. Oh, getroffen. Danke. Wie furchtbar ist das denn? Ja gut, muss ich halt mit rechnen. Ist halt Gas, ne? So. Baby Zombie Pigment. Ha. Ja. Ich mache trotzdem mal zu. Siehst du, der Boden hier ist saudünn. Wenn mich jetzt hier absnipen. Boah, so, was im Auge gehabt. So, wenn die mich jetzt hier runterschießen, dann ist Feierabend. Boah. Ich muss den Bogen doch irgendwie auswählen, trotz allem. Tu mir den Wasser, wenn es eh in der Hölle nutzlos. So. Dam. Schon wieder Gas irgendwo. Ja, so, kurz auf Koordinaten gucken. Wir sind hier bei minus 140. Dann da so in die Richtung. Ich glaube, ob bei minus 1000 oder so, sollten wir weit genug weg sein. Die Sache hier, hier müssen wir halt nicht allzu weit laufen wie in echt, ne? Das heißt, Vorteil. Was ist nächstes Portal denn so? Ich gehe einfach mal. Boah. Hier so durch. Ich buddel mich einfach direkt durch. So, muss natürlich aufpassen, dass vor mir nichts irgendwie hier dann, wo es runtergeht und so. Aber wir machen so eine Reise, 1000 Blöcke. Und ich buddel mich jetzt hier eiskalt durch, baue mich eiskalt geradeaus. Ist mir völlig egal. Ich will nämlich dann mal da. Irgendwie wo ans Ziel kommen. Wenn ich die ganze Zeit Schlangen in den Lauf, ist das noch umständlicher, weil es, wenn ich einfach geradeaus buddel. Oh, ich habe gerade schon fast einen Herzinfarkt bekommen. Hier ist ein Loch drin. Boah, ich habe einfach nur eins zu weit gebuddelt. Meine Güte. Ja, es bleibt auch noch eine kleine Reise vor uns, ne? Buddeln, bauen, graben. Ja, bauen eher weniger, aber graben. Das sind mal 1000 Blöcke vorwärts. Und mit den Blöcken, die ich jetzt einsammle, kann ich nachher, weil ich Brücken baue, wenn ich über Schluchten gehe. Es wird eh kommen, es wird alles hügelig. Und vielleicht eine Festung. Ich hoffe es doch mal. Außerdem ist hier nicht ewig Berg. Will ich doch jedenfalls mal hoffen. Ich bin gar nicht mal so weit unten. 89, komm, ist eine optimale Höhe. Haben wir da hinten auch gesehen. Da, es wird aber jedenfalls ein bisschen dauern, bis ich hier durch bin. Schätze ich mal. Oder vielleicht, vielleicht auch nicht. Für mich kriege ich durch. Ach ja. Ich habe keine andere Wahl mehr. Ich kann nichts mehr machen. Ende. Feierabend. Ich habe alle Ziele so fertig, die man machen kann. Ohne, dass man halt weit weg muss. Gut, das mit dem Dungeon vielleicht erst noch, aber Enderperlen sammeln und Dings machen, aber wo will ich denn auf einmal so viel Enderzeug herkriegen? Enderperlen. Enderaugen. Eine Ender. Ich habe nur eine Enderperle bekommen bis jetzt überhaupt. Und ich muss dann noch hier die ganzen Augen draus machen. Einerseits fürs Portal. Andererseits zum Finden des Portals, weil die gehen ja auch kaputt. Boah, ist die erste Spitzhacke schon weg? Die gehen auch kaputt. Ich darf gleich noch eine neue Spitzhacke machen, gell? Ich glaube, die reichen nämlich bei weitem nicht. Ich werde nochmal zurück dürfen und mir dann eine neue Spitzhacke machen müssen. Was so weitergeht. Haben die jetzt nicht gerechnet. Ja gut, die werden aber auch hunderte Blöcke durchgeflext in kurzer Zeit. Ist mir egal, ich markiere das. Ich gehe jetzt hier eiskalt durch. So. Buddel, 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 buddel. Was anderes habe ich gerade nicht zu sagen. Oh. Habt ihr auch so eine schlimme Welt bekommen? Das ist doch unfassbar. Ist aber so. Ha, lächerlich. Hätte jetzt jemand gesagt, den ich kenne. Bam, hätte das jetzt gesagt. Bam, hätte, ha, lächerlich gesagt. Aber nein. Aber doch, es ist lächerlich. Ist furchtbar lächerlich. Bei minus 300 schon, ja, wir machen gute Fortschritte, aber wäre schon fast besser, wenn man hier einfach nur bauen würde, so geradeaus decken. Oh. Ah!
Gast. Ich lasse F3 mal an, ich brauche ja die Koordinaten an. Zum Glück noch kein Gast. Ich buddel mich jetzt einfach drüber. So und so. Ja. Minus 333, Schnapstal. Sollen wir jetzt auch über Lava-Schluchten machen, alles Mögliche. Wenn alles gut läuft, kann ich, wenn ich jetzt einmal hingelatscht bin, das zweite Mal ein Pony durch. Obwohl, nee, das geht nicht. Pony braucht zwei Blöcke. Ich will keine zwei Block breiten Tunnels bauen. Schade, ich habe zuerst gedacht, das Pony mitnehmen zu können. Aber nein, durch den Berg geht's nicht. Boah. Trotzdem, Block für Block. Einer hier sind 8 Blöcke in Real, immer noch schneller. Also 8, nochmal 8, nochmal 8, nochmal 8. Das ist fast wie Fliegen da. Schätze ich mal. Das ist fast wie Fliegen. Und die Aufgabe ist auch nicht schwer, einfach nur durchlaufen. Problem ist halt, wenn wir zurücklaufen, von Gas abgeschossen werden. Das gibt Probleme. Muss ich gleich nochmal zurück, neue Spitzhacke oder so holen. So. Tja, on my way, ne? Nicht genug Eisen dabei. Vielleicht reichen aber auch Steinspitzhacken. Vielleicht muss ich gar nicht zurück. Wow, 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 wow. Das war der andere Nachteil. Ja, ich hoffe mal, dass das jetzt nur hier unten war. Sieht so aus, es ist nur hier unten. Ich gehe einfach eins hoch. Ein Rudel weiter, ich mache extra vorsichtig. So, ja. Jetzt kann ich hier hingehen, jetzt kann ich das hier machen. Kann ich da reinsetzen, jetzt kann ich hier dam, 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 dam. Spitzhack machen. Übrigens ist es auch nicht mehr viel, glaube ich, von Netherrack. Geht genauso schnell, geht nur schnell kaputt. Weil ich höre schon wieder einen Gast. Außen muss irgendwie frei sein. Ich buddel mich gerade wieder durch den Berg durch. Wie viele Pfeile habe ich? 18. Ja. Natürlich nur durch Skelett bekommen. Ja, Steinspitzhacken tun sie auch. Ich brauche nicht zurück. Minus 400. Hälfte geschafft. Hälfte geschafft. Es wäre cool, wenn so eine Festung um eine Ecke oder so wäre. Und jetzt muss ich vorsichtig sein, aufpassen, denn Gast. Dort ist einer. Jetzt kann ich mit Netherrack weitermachen. Ich habe was nicht über den gehört. Solche Idioten! Sie hindern mich daran. Nein, 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 nein! Das mag ich nicht. Nein, die schießen mich hier runter. Die schießen mich hier eiskalt runter. Und das ist der Grund, weshalb ich... Ach du Kacke. Hier ist Lava direkt daneben. Ich will das nur geradeaus mich buddeln. Nur geradeaus. Was ist, wenn ich das mache? Chunks nur laden? Sind die Mobs dann auch dieselben? Glaube ja. Versuch was wert. Das wäre nicht cheaten, oder? Wäre das cheaten, wenn ich F3 Chunks nur lade, die Mobs sind weg? Waren sie leider nicht. Da ist ein Magma-Slime. Ist da eine Festung irgendwas? Nee. Keine Festung. Gast hat sich verpisst nach unten. Ich höre den noch. Ich höre den noch knallhart. Nein! Nein, 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 nein! Knapp. Knappe Sache, mein Freund. Richtig knappe Sache.
Sondern jetzt so schnell dich. Wie die Zone gast, freist eine Bade unten in Lava. Ey, kein Bock drauf zu gehen. Ich weiß nicht, soll ich echt 1000 Blöcke weitergehen? Ich muss hier irgendwie weit wegkommen. 1000 Blöcke hier durch wird, glaube ich, echt hart. Das sind Berge ja schon fast lieber als Schluchten. Ja, da muss ich nur durchgraben, dann war's das. Ich bin nur Level 27. Ich könnte vielleicht noch ein zweites Schwert verzaubern, sei es Eisenschwert, und hoffe mal, dass Looting draufkommt. Looting wäre gut für Wither-Skelett dann. Muss ich auch noch töten. Zum Massen. Ich muss eine vernünftige Festung finden, so möglich. Ich glaube, ich baue echt die eine da unten aus. Dass da oben genug Platz ist. So dass ich da Dingensen kann, farmen kann. Dass die da spawnen, die Skelette. Ich meine, es geht ja sonst nicht. Noch eine Festung finde ich wahrscheinlich nicht irgendwie. Oder. Ups, das war's nicht. Noch eine Höhlenfestung finde ich wahrscheinlich nicht. Das war minus 500. Ich weiß nicht, ob ich das so lange durchhalten kann. Mal vorsichtig gucken, dass ich nicht irgendwie Lava-Tabs oder so. Quarz haben wir einstecken. Da entlang. Da entlang. Ja. Erste Spitzhacke wieder kaputt. Nächste. Aber das wäre egal jetzt. Stein ist ja nichts wert. Ah. Eine meiner Lieblingsstellen wieder. Neues Gebiet. Festung vielleicht? Nein. Sobald ich ein Gastball höre, renne ich. Noch kein Gastball. Ich lausche gespannt. Jetzt habe ich einen gehört. So, ein Penner. Ja, ne? Ist ja ganz schön. Brauche ich gar nichts versuchen auf die Entfernung. Ich verschwende nur meine Pfeile. Wupp, 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 wupp. Nein. Ich kann nicht mal geradeaus gehen. Warum tust du mir das an, Nether? Du bist die Hölle, weißt du das? Haha. Anscheinend weiß der Nether das. Ich glaube, ich muss das heißt mal ausbauen. Ich kann hoffen, der sieht mich jetzt nicht. Am Arsch, er tut's. Mensch, das ist doch Kacke. Soll ich jemals weiterkommen? Klappt das? Dort sehe ich wieder so ein Nether-Slime, aber irgendwie es fehlt die Festung dazu. Oder ist ja in der Nähe das ausgebüxt? Oder können die auch so spawnen? Ich glaube, das geht nur mit Festung. Oh! Schreck mich nicht so, du Vieh. Oh, nicht das jetzt hier schon wieder. Alter! Also was Nervigeres wie Gas kenne ich nicht. Okay, außer Wespen. Die sind auch nervig. Oder Fliegen. Fliegen sind nervig. Aber im Zocken sind Gas mit Abstand die nervigsten. Oh, zwei von denen. Na klar. Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Folge ist rum. Und tschüss.